analog zum Artikel erfassen und zum Artikelliste verwalten, können wir auch Kunden erfassen. Ich muss jetzt im Moment auf neuen Kunden klicken. Ich muss definieren, ob das Firma oder Privatkunde ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass das ein Privatkunde ist. Und dann kann ich natürlich noch Gruppen, Kunden gruppieren. Ich könnte sagen, so, dass ich folgende Gruppen den Kunden habe. Privatkunde oder Schulen oder ja, Verein. Zack. Und jetzt kann ich sagen, die erste Person, das ist eine private Person, Anrede, Frau, Vorname Eva, Nachname Mai zum Beispiel, Titel Majestät, Professor, Doktor, Adresse Musterstraße 23 in 5200 Bruck und das ist in der Schweiz. Es lohnt sich, Land voll auszuschreiben, keine Abkürzung zu machen. Dann mache ich noch schnell Telefonnummer 056 000 001. Ich mache noch E-Mail-Adresse. evamai@bruck.ag zum Beispiel. Ich mal sage auch, Frau Mai wird standardmäßig 2% Rabatt bekommen. Lieferadresse könnten wir noch definieren. Jetzt im Moment lassen wir das sein. Bleiben wir bei simplen Darstellung. Und sobald wir die Grundinformationen geliefert haben, vielleicht das noch. 14 Tage netto. Speichern schließen und Frau Mai Eva ist erfasst. Merke ich, dass da etwas fehlt? Oder merke ich, dass da ich einen Fehler gemacht habe? Eben, Klick drauf, Kunden bearbeiten und wir können bequem zum Beispiel Kommentar liefern. Zum Beispiel Auslieferung nur am Vormittag. Speichern schließen und das wird bereits dabei sein. Jetzt der nächste Kunde, dann nehme ich eine Firma. Gruppe, oh, jetzt muss ich eine neue Gruppe definieren, Klick auf Schlüssel. Firmen. Zurück. Gruppe Firmen. Firmenname ABC. Kontaktperson ist Peter. Peter. Zum Beispiel. Unternehmensidentifikationsnummer und Steuernummer. Da könnten wir CHE 100 machen. Mehrwertsteuernummer oder Steuernummer eventuell ergänzen. Dann machen wir noch hier Bahnhofstraße 1 in 5300 Turki AG, Land ist immer noch Schweiz, Telefonnummer 056 101 101 1
und E-Mail peter@abc.turgi.ch. Zahlungsbedienung 30 Tage. Speichern schließen und wir haben die beiden Kunden bereits erfasst.